Bäume verrichten ökologische Schwerstarbeit. Sie filtern den Staub aus der Luft, regeln die Umgebungstemperatur und binden durch die Photosynthese das CO2 der Atmosphäre. Diese Stieleiche beispielsweise hat im Laufe ihrer 300 Lebensjahre etwa 3 Tonnen des Treibhausgases gespeichert. Die meisten Menschen kennen den ökologischen Wert von Bäumen, aber wie jedes Wissen muss es erlernt werden. Im waldreichen Landkreis Marburg-Biedenkopf in Mittelhessen wird diese Umweltbildung im Rahmen eines Projektes Kindern auf sehr praktische Art und Weise vermittelt. Es freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Wir wollen Bäume pflanzen. Wie das geht, zeige ich euch. Und was das mit Klimaschutz zu tun hat, erkläre ich euch hier gleich in der Waldschule. Bereits seit 2014 gibt es im Landkreis Baumpflanzaktionen als Bildungsevents in freier Natur, an denen jährlich 400 bis 500 Schüler und Schülerinnen teilnehmen können. Nach einer theoretischen Einheit im Unterricht lernen die Kinder am Pflanztag in der Waldschule, wie und wovon ein Baum lebt und welche wichtige Rolle der Wald für den Klimaschutz hat. An diesem Tag werden Apfel- und Birnenbäume auf einer Streuobstwiese gepflanzt. Das Projekt ist einerseits aktive CO2-Kompensation. Andererseits lernen die Kinder praktisch, wie ein Pflanzloch angelegt wird und was alles notwendig ist, damit Bäume anwachsen und sich gut entwickeln können. Die Organisation der Pflanzung übernimmt der Landkreis. Er stellt auch alle Gerätschaften und Materialien und, wenn notwendig, den Kompost zur Bodenverbesserung und ein Fahrzeug mit Wassertank. Unser Motto ist: keine Pflanzung ohne Bildung. Die Kinder lernen bei uns viel über das Ökosystem Baum und wir können immer wieder feststellen, dass die Kinder im Klimaschutz selbst aktiv werden möchten. Für die Baumpflanzaktionen wirbt der Landkreis bei seinen Schulen mit Bildungsbroschüren. Gemeinsam werden die Pflanzflächen ausgewählt. Bei der Entscheidung für geeignete Baumarten unterstützen auch lokale Kooperationspartner. Das sind Gartenbauvereine, Forstämter oder Baumschulen. Gepflanzt wird im Forst, an Verwaltungsgebäuden, auf privaten Flächen oder wie hier direkt auf dem Schulgelände. Dieser Pausenhof soll entsiegelt und mit Bäumen neu gestaltet werden. Dieses Angebot ist für uns sehr interessant, weil wir dadurch die Themen Klima- und Umweltschutz aktiv in unseren Unterricht einbeziehen können. Einige Monate nach der Pflanzung haben die Kinder die Möglichkeit, ihren selbst gepflanzten Baum zu besuchen. Seine Entwicklung wird dokumentiert und wenn notwendig wird gegossen und gepflegt. Die Kinder bleiben somit lange am Thema, können ihrem Baum beim Wachsen zusehen und lernen, wie lange es dauert, bis aus einem kleinen Setzling ein großer Baum wird. Wir verbinden mit diesem Projekt 2 Themen, die uns als Landkreis wichtig sind: den Klimaschutz und die Umweltbildung. Wir geben Kindern Wissen mit, das sie in ihre Familien und in den gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf tragen.